Katsching! Hallo ihr Lieben! Heute habe ich mal wieder eine Reihenvorstellung für euch. Und zwar geht es um die Daughter of Darkness von Bianca Iosivoni. Und ich wünsche euch wie immer viel Spaß. Die Daughter of Darkness, also diese drei Bücher, ist das Spin-off zur Hunters-Reihe von Bianca Iosivoni. Ich muss sagen, ich habe von den Hunters-Büchern bisher nur den ersten Teil gelesen, was auch gut war. Und ich würde auch jedem empfehlen, die Hunters-Reihe vor der Daughter of Darkness zu lesen. Mir fehlen jetzt noch zwei Teile. Also man sollte definitiv den ersten Teil gelesen haben, damit man bestimmte Charaktere, die hier drinne vorkommen, auch zuordnen kann. Sonst hat man da echt Probleme mit, finde ich. Also ich bin froh, dass ich es gelesen habe vorher, sonst wäre ich hier doch zwischendurch ziemlich, glaube ich, verwirrt gewesen, weil die kennen sich natürlich alle schon irgendwie irgendwoher dann halt von der Hunters-Reihe. Und ja, ich fand das Bild noch sehr, sehr cool und ich erzähle euch jetzt erstmal, worum es in diesen einzelnen Büchern eigentlich geht. Im ersten Teil Scarlet geht es um Scarlet. Und Scarlet hatte vor 6 Monaten einen Job, den sie erledigen sollte. Sie sollte Garrett Winter töten. Es hat sich dann aber kurz bevor sie den Auftrag durchgeführt hat, herausgestellt, dass Garrett unschuldig ist. Und die Daughter of Darkness haben eine Regel: Töte keine Unschuldigen. Und so hat sie Garrett verschont. Er ist trotzdem Ziel eines Angriffs geworden, denn ihr Auftraggeber hat noch einen anderen Killer beauftragt, der Garrett dann erschießen sollte. So hat Scarlet ihm dann im Endeffekt das Leben gerettet. Und jetzt 6 Monate später tut Garrett ihr aufflauern und möchte antworten. Er möchte wissen, wer sie beauftragt hat. Er möchte wissen, warum sie ihn verschont hat. Und Scarlet ist das Ganze natürlich nicht so recht und möchte ihm dann natürlich nicht so wirklich Antworten geben. Und so beginnt ein kleines Katz-und-Maus-Spiel zwischen den beiden. Und was dann am Ende schlussendlich mit den beiden noch alles passiert. Und ob Garrett es schafft, sein Leben zu retten und diesem Auftragskiller im Endeffekt zu entkommen, der natürlich immer noch hinter ihm her ist. Das ist es, worum es in Daughter of Darkness Scarlet geht. Mehr möchte ich zum Inhalt nicht verraten. Ich kann nur sagen, dass mir die Geschichte sehr, sehr gut gefallen hat. Dieser Teil hat mir nicht so gut gefallen wie Sydney und auch wie Lara. Im Vergleich fand ich ihn da ein bisschen schwächer, was die Storyline betrifft, aber er war trotzdem sehr, sehr cool und es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, ihn zu lesen. Und Scarlet und Garrett sind einfach ein super, super cooles Paar und ein super tolles Team, was das betrifft. Und ja, ich habe sehr, sehr viel Spaß gehabt, das zu lesen und die beiden haben sich natürlich auch nichts geschenkt, denn Garrett gehört zu den Hunters und somit zur Regierung und quasi zu den Guten und sie als Auftragskillerin ist ja eine von den Bösen und ja, fand ich sehr, sehr cool, wie das zwischen den beiden so gelaufen ist. Die Charaktere, wie gesagt, ich mochte Scarlet von Anfang an. Scarlet ist ein cooles Mädchen und eine coole Frau und so ging es mir eigentlich bei jedem Teil der Daughter of Darkness. Ich mochte Lara, ich mochte Sydney und ich fand die Charaktere im Allgemeinen sehr, sehr gut und auch Garrett so vom ersten Moment an. Dann war Garrett so, Garrett, die Kerle sind eigentlich auch alle toll, also das kann man nicht anders sagen, also die Mädels und auch die Jungs sind alle wirklich sehr, sehr cool in diesen Büchern und ja, auch so die ganzen Nebencharaktere wie Lara oder Sydney, die hier in diesem Buch vorkommen, haben mir auch sehr, sehr gut gefallen. Und wie gesagt, dadurch, dass es ja ein Spin-off zu den Hunters ist, kommen im ersten Teil die Hunters natürlich auch wieder mit drin vor. Noch das fand ich sehr, sehr cool, weil man da Charaktere, die man kennt, natürlich wieder trifft und auch so ein bisschen erfährt, was dann aus denen geworden ist. Und ja, mochte ich total gern, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Der Schreibstil von Bianca hat mir auch hier wieder sehr, sehr gut gefallen, aber hat mir in allen drei Teilen gut gefallen. Ich glaube, das muss ich jetzt nicht bei jedem Teil sagen, dass ich den Schreibstil von Bianca sehr, sehr liebe. Bianca hat eine ganz, ganz spezielle Art, Bücher zu schreiben. Gerade hier bei der Daughter of Darkness war der Schreibstil teilweise ein bisschen ruppiger und die Wortwahl war ein bisschen aggressiver auch. Und das fand ich sehr, sehr gut, weil das perfekt zu den Charakteren gepasst hat. Man kann hier ja nicht so einen üblichen Liebesschmalz schreiben, wie jetzt bei, ich sag mal, wie die Luft zum Atmen oder so, wo man halt auch so ein bisschen romantischer schreiben kann, sondern hier war halt wirklich alles so ein bisschen Kick-Ass und knallhart und hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also ich fand den Schreibstil perfekt zu den Charakteren abgestimmt und perfekt zur Geschichte abgestimmt und ja, es hat einfach sehr, sehr viel Spaß gemacht, dieses Buch zu lesen. Und ich fand, Scarlet ist auch ein guter Auftakt für diese Reihe gewesen und macht auf jeden Fall Lust auf mehr. Der zweite Teil der Daughter of Darkness, Sydney, war der erste Teil, den ich von der Reihe gelesen habe, denn ich habe das Buch letztes Jahr bei Bianca gewonnen und habe mir gedacht, liest du jetzt den zweiten oder erst den ersten? Man kann diese Bücher natürlich unabhängig voneinander lesen. Man muss jetzt nicht zwingend die in der Reihenfolge lesen. Es empfiehlt sich natürlich aber, weil man da natürlich so einen besseren chronologischen Verlauf hat, wie es halt auch mit den ganzen Edit-Geschichten immer ist. Da sollte man ja auch lieber immer in der Reihenfolge lesen, könnte sie aber unabhängig voneinander lesen. Deswegen habe ich Sydney letztes Jahr dann schon gelesen und ich muss sagen, ich glaube, Sydney ist auch mein Lieblingsteil der Reihe. Ich kann nicht sagen, warum, aber Sydney ist ein ganz, ganz toller Charakter und sie ist so eine richtige Badass-Braut und sie ist so Kick-Ass und ja,
Ich mag sie einfach total. Ich komme jetzt aber erstmal ganz kurz zum Inhalt. Im zweiten Teil, Sydney, geht es natürlich um Sydney. Und Sydney war mal eine CIA-Agentin, ist dann aber ausgestiegen und hat sich halt den Daughter of Darkness, also DOD, angeschlossen. Und ist jetzt auf der Flucht, denn die CIA hat einen Kopfgeldjäger auf sie angesetzt. Und dieser heißt Hunter Coburn. Und die erste Begegnung der beiden ist schon mega cool. Also die habe ich schon total gefeiert. Und ja, Hunter versucht dann Sydney einzufangen und zurück zur CIA zu bringen und Sydney schafft es immer wieder, ihm zu entkommen. Und dieses Katz-und-Maus-Spiel, was in diesem Buch hier wirklich ist, ist mega cool. Also, was, wie Acker sich da alles hat einfallen lassen, wie die beiden immer wieder aufeinandertreffen und wie Sydney es immer wieder schafft, ihm zu entkommen, ist einfach richtig genial. Also, hat mir sehr, sehr gut gefallen von der Handlung her. Auf jeden Fall tun die beiden dann ein richtiges Katz-und-Maus-Spiel miteinander spielen und ja, dann gibt es eine Wendung in dieser Geschichte und Hunters Vergangenheit holt ihn ein und dann auf einmal ist das Leben der beiden in Gefahr und sie müssen zusammenarbeiten, um aus diesem ganzen Mist wieder rauszukommen. Und was dann noch alles passiert, das ist, worum es in diesem Teil geht. Wie gesagt, ich fand den zweiten Teil mega cool. Die Handlung hat mir ultra gut gefallen. Dieses Katz-und-Maus-Spiel hin und her zwischen den beiden fand ich richtig, richtig gut und wie auch Hunter von seinem ganzen Charakter her ist, das fand ich einfach nur genial. Und auch Sydney ist, wie gesagt, sie ist so eine richtige kleine Badass-Braut und sie hat es einfach total drauf. Und ja, ich mochte das total und deswegen, wie gesagt, Sydney ist da schon mein Lieblingsteil, obwohl ich Lara auch wirklich sehr, sehr gut fand. Wie gesagt, Handlung ist top, Charaktere auch top, kann ich nicht sagen. Schreibstil wie im ersten Teil genial, passend zur Reihe und ja. Ich finde dieses Buch unheimlich gut. Den dritten Teil habe ich jetzt erst mitgelesen. Also Scarlet habe ich Anfang März gelesen, Lara Ende März jetzt. Und Lara ist jetzt auch im März erst rausgekommen. Und wie gesagt, Lara ist der letzte Teil der Reihe. Und Lara ist die Anführerin der Daughter of Darkness. Sie ist quasi die Chefin der Mädels und organisiert immer die Aufträge und macht das alles. Und Lara ist aber gleichzeitig auch noch Gastdozentin an einem College für Kunst. Die Geschichte beginnt an besagtem College, denn auf einmal tauchen zwei ihrer Ex-Freunde bei ihr auf. Der eine ein Kunstdieb, der sie im Stich gelassen hat. Der andere der Anführer der Hunters, der ihr das Herz gebrochen hat. Und was die beiden von ihr wollen, das stellt sich so mit der Zeit raus. Laras Vergangenheit spielt eine ganz, ganz große Rolle. Und am Ende stellt sich die Frage, wen von beiden kann sie trauen und wem ist sie bereit, eine zweite Chance zu geben und wieder in ihr Leben zu lassen. Und das ist es, worum es in Lara so im Großen und Ganzen geht. Ich möchte zur Handlung wirklich nicht viel verraten, weil ich finde, man muss diese Handlung selber lesen und selber so dahinter kommen und selber gucken, wer ist der Gute, wer ist der Böse. Und ich muss sagen von der Handlung her, dass ich sehr, sehr cool fand, dass in diesem Buch zwei Typen drin vorkommen, die Lara quasi da auf Trab halten. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich war zwischenzeitlich so ein bisschen so, nein, nimm nicht den, nimm den anderen. Was dann zum Ende auch Gott sei Dank passiert ist. Ja, da hatte ich so am Anfang so ein bisschen so, nein, das ist der Falsche. Du musst den anderen nehmen. Ja, Gott sei Dank, wie gesagt, wurde das zum Ende dann nochmal gedreht. Ja, aber von der Handlung her fand ich es richtig gut. Das Ende war sehr dramatisch, hat mir auch sehr, sehr gut gefallen von der Story her. Ich fand, es hat die Geschichte rund gemacht und ich fand, das war ein sehr, sehr schöner Abschluss. Und auch der Epilog hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und ja, ich finde es ein bisschen schade, dass damit die Reihe jetzt zu Ende geht, aber es war ein guter Abschluss, definitiv für die Reihe. Von den Charakteren her, Lara ist die Eiskönigin quasi. Sie hat keine Gefühle. Nachdem ihr das Herz gebrochen wurde, hat sie Schutzmauern um sich aufgebaut, um nie wieder jemanden quasi an sich ranzulassen, um nie wieder schwach zu wirken, um nie wieder Gefühle zu zeigen. Und das ist in diesem Buch wirklich sehr, sehr gut transportiert worden. Und es ist auch sehr, sehr gut rübergekommen, wie diese Eisschicht bei Lara langsam zu bröckeln beginnt, bis sie dann irgendwann bei dem Richtigen nicht mehr da war. Und man liest auch hier wieder, wie in der ganzen Reihe aus mehreren Sichtweisen, das sollte ich vielleicht auch mal noch erwähnen, ne? Dass man immer nicht nur aus der Sicht der Protagonistin liest, sondern immer auch aus der Sicht der Kerle. Und das finde ich richtig gut, weil man kriegt hier da so einen richtig guten Eindruck von den Jungs und man merkt, wie auch die sich entwickeln in diesen Büchern. Und das finde ich richtig gut, das hat mir richtig gut gefallen. Ich mag diese Reihe einfach total gerne. Es ist eine coole Reihe mit coolen Charakteren, mit taffen Mädels, coolen Jungs und ja. Ich mag sie, ich kann sie euch da wirklich nur empfehlen. Zurück zu Lara, tolle Charaktere, tolle Handlung. Der Schreibstil war auch hier wieder wie in den ersten beiden Teilen mega gut. Hat mir ultra gut gefallen. Man kann diese Bücher wirklich gut lesen. Man suchte die weg. Auch wenn ich bei diesen Büchern, dadurch, dass die ja so ein Format haben, was nicht so typisch ist. Ich zeige euch mal ein normales Taschenbuch da dagegen. Ne? Also das ist so ein normales Taschenbuchformat und die Bücher hier sind halt ein bisschen größer. Und auch die Schrift
ist im Verhältnis relativ klein. Also wenn man hier am Anfang liest, aufgrund, wie gesagt, dieser Schrift, das ist schon, man merkt dann am Anfang immer nicht, dass man liest. Also ich habe immer bei den Büchern gedacht, so, du liest und liest und liest und liest und irgendwie kommst du nicht vorwärts, obwohl das ein dünnes Büchlein ja eigentlich nur ist. Aber wie gesagt, das ist halt, weil diese Schrift wirklich sehr klein ist. Und ja. Ich kann nur wirklich sagen, dass Lara mir zum Abschluss hier auch wieder sehr, sehr gut gefallen hat. Ich fand das Ende perfekt umgesetzt und ja, ich bin froh, dass die Mädels ihr Happy End bekommen haben in den Büchern und kann euch diese Reihe wirklich nur empfehlen. Das war meine Reihenvorstellung zur Daughter of Darkness. Wer von euch die Reihe kennt, kann mir seine Meinung natürlich gerne unten in die Kommentare schreiben. Ansonsten kann ich nur sagen, wer Bock auf richtig coole Mädels hat, auf taffe Mädels hat, auf Mädels, die es richtig drauf haben, die richtig mal Badass und Kickass sind und den Jungs da auch nichts schenken, die sollten sich die Daughter of Darkness Reihe von Bianca Iosiboni auf jeden Fall angucken. Ich feiere diese Reihe total. Ansonsten war es das jetzt auch erstmal wieder von mir für dieses Video. Ich bedanke mich natürlich wie immer fürs Gucken und wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.